Herr Oberbürgermeister Schostor, Frau stellvertretende Regionspräsidentin Klawunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Rabbi Wolf, nun bin ich schon manches Jahr hier, aber ich durfte noch nie den geschichtlichen Hintergrund der Chanukka-Geschichte präsentieren. Es ist also immer wieder etwas Neues, auch für mich hier auf dem Opernplatz. Und ich habe auch etwas dazugelernt. Zu Zeiten von Alexander dem Großen, 313 vor der Zeit, herrschte Frieden zwischen Israel und Griechenland. Das änderte sich durch die Machtübernahme vom Größenwahnsinnigen Antiochos Epiphanes. Er konnte es nicht ertragen, dass irgendjemand außer ihm eine Beziehung zu irgendeinem Gott hatte. Er plünderte den heiligen Tempel in Jerusalem und verbot alles, was mit jüdischer Identität und Religion zu tun hatte. Viele Juden widersetzten sich seinen Anordnungen und starben als Märtyrer. Im Jahre 164 vor der Zeit revoltierte eine Familie von Priestern aus der Dynastie der Hasmonäer. Sie nannten sich selbst die Makkabäer. Es war das erste Mal, wir hörten es, dass ein Krieg nicht für Land oder für Macht, sondern für religiöse Freiheit und Rechte geführt wurde. Die Makkabäer-Brüder waren der mächtigsten Armee der Welt nicht gewachsen. Es kam geradezu einem Wunder gleich, dass sie trotzdem siegten. Daraufhin setzten die Griechen noch mehr Truppen und sogar gepanzerte Elefanten ein, um den Aufstand niederzuschlagen. Aber auch hier trugen die Makkabäer den Sieg davon. Nach langen Kämpfen gelang es ihnen, die Griechen aus Jerusalem zu vertreiben, den entweihten Tempel zu reinigen und die Unabhängigkeit auszurufen. Für die Einweihung des Tempels wurde für die Menora reines Olivenöl benötigt, das nicht von Menschen berührt sein durfte. Die Griechen hatten jedoch alles Öl im Tempel entweiht und das nächste verwendbare Öl kam aus Olivenhain in Tekoa, 3 Tagesreisen entfernt. Aber niemand wollte zweitklassiges Öl verwenden, warten wollte aber auch niemand. Es war wie ein Wunder, dass sich im Tempel doch noch ein verstecktes Fläschchen reines Olivenöl fand, das sogar den Siegel des Hohen Priesters trug. Obwohl der Inhalt eigentlich nur für 1 Tag ausreichte, reichte das Öl doch für 8 Tage, bis das neue Öl angekommen war. Und aus diesem Grund wird der Feiertag jedes Jahr 8 Tage lang mit der Entzündung von Chanukka-Kerzen, Berlinern und mit Öl gebratenen Spezialitäten und natürlich auch Geschenken und Chanukka-Geld an Kinder zelebriert. Soweit also die Chanukka-Geschichte. Und wenn ich 2, 3 persönliche Bemerkungen hinzufügen darf, ich habe immer gelernt, Chanukka, das ist auch der Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Und wenn wir so nachdenken, was in diesem Jahr alles geschehen ist, es war schon kein Mangel an Dunkelheit. Es sind viele schlimme Dinge in diesem Jahr geschehen. Und ich finde es schön, dass wir uns am Ende, gegen Ende des Jahres daran erinnern, es gibt immer noch das Licht, es gibt die Hoffnung und wir sind miteinander sicher, ganz am Ende wird das Licht die Dunkelheit besiegen. Für mich heißt das auch, ganz am Ende werden nicht Terror, wird nicht Ausländerfeindlichkeit, wird nicht Gewalt gewinnen, sondern ganz am Ende wird Toleranz und Frieden und Freiheit für alle Menschen auf der ganzen Welt gewinnen. Und wenn das gelingt, dann wäre es das Schönste, was einem das Chanukka-Fest als Geschenk geben könnte. In diesem Sinne wünsche ich uns allen fröhliches Chanukka-Fest.